Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Overwatch. Leider auf das 2, aber hey, bald ist die Map ja so wie sie ist nicht mehr verfügbar. Da dachte ich mir, komm, lassen wir halt das alte, das 2 mal wieder drin. Solange es noch da ist. Ich mach mal kurz langsamer. Oder auch nicht. Deine Tier rennt wieder weg, okay. Ja, er hat jetzt die AWP hier und das. Mal gucken, was er jetzt macht, wenn er reinkommt. Okay, na, immerhin aimt er so ein bisschen ab. Es schien, also ich dachte kurz, er rennt jetzt, kommt. Oh, den hat er aber hart gesehen durch die Wand, oder? Oder konnte man den irgendwie sehen? Nee. Das schien, oder scheint hier ein Wallhack zu sein. Auch wie er schon so reingehüpft ist, ne? Also ziemlich offen. Er wusste, dass da gerade niemand mehr direkt close ist und er erwartet den da unten scheinbar auch. Er lässt den Mate vorgehen und ist einfach sau schlecht, okay. Also ich glaube jetzt schon zu wissen, dass er einen Wallhack benutzt. Der eine dreht sich ganz schnell im Kreis. Sehr lustig. Ist aber kein Spinbot, oder? Nee, nee, nee. Das war einfach nur irgendwie mit der Maus rumgespackt, oder? Oder mit so einem Hans-Wurst-Befehl, ihr wisst schon. Na egal, es geht ja auch um ihn hier und nicht um diesen anderen. Jetzt beobachten wir mal hier, beobachten wir mal. Ne? Robin steht da rechts, der andere da links. Er ist so furchtbar schlecht. Also ich sage jetzt einfach mal, er hat einen Wallhack, aber ist einfach der schlechteste Spieler der Welt. Oh, wow, wow, wow. Okay, das sah sogar fast nach Aim-Unterstützung aus, mein Sohn. Also vor allem, wenn jemand so offensichtlich cheatet, also so offensichtlich seinen Wallhack benutzt, dann kann man davon ausgehen, dass er auch noch andere Dinge nutzt. So diese typischen Vollidioten-Hacker, die mal so aus Spaß gecheatet haben mit zweiter Account. Solche Leute. Das ist jetzt natürlich nicht so cool, ne? So sind überhaupt nicht cool, sondern eher behindert. Schauen wir mal. Komm. Machst du was Lustiges mit deinem Fadenkreuz? Oh, in den Kopf! Also so behindert, wie er vorhin gespielt hat, kaufe ich ihm keinen Headshot ab. Ich wäre für, ja, für Aim und für Wall. Wenn man auch sieht, wie sein Crosshair Placement so ist, scheint das auch kein erfahrener Spieler zu sein. Also kein Mensch, der über Gold Nummer 4 ist, hat sein Crosshair Placement wie er. Oh, da wird er geflashert. Aha, aha. Was macht er jetzt? Der Bangert, da war noch jemand, den will er jetzt unbedingt haben. Gut, man kann ihn jetzt auch hören. Jetzt ist es, aber, ja, nein, nein, nein. Also Aim-Unterstützung und Wallhacks sind da auf jeden Fall aktiviert oder am Start. Das ist ein kleiner Gauner. Mal gucken, ob noch was dazukommt. Vielleicht Bunny hoppt da ja ein bisschen, wer weiß. Hat das vorhin vielleicht, der Heron sucht irgendwas. Vielleicht hat er ja noch einen Bunny-Hop-Script oder so. Da achte ich immer ziemlich wenig drauf auf die Bunny-Hop-Geschichte. Das zählt zu Other External Assistant, ne? Und verleitet auch zu einem direkten Bann, oder? Grief ist ja meistens kein permanenter Bann, aber alles andere ist ja eigentlich ein permanenter Bann, oder? Soweit ich weiß. Ja, darauf schaue ich so gut wie nie. Ich mache oft Scherze so von wegen, ja gut, Bunny-Hop, bla bla bla, aber ich guck nie. Und dann ist tatsächlich jemand dabei, der einen Bunny-Hop hat. Das wäre jetzt natürlich noch die Krönung von allem, wenn er hier rum Bunny-Hoppen würde. Also seine Kollegen sind ganz komisch. Guck mal, was er macht. Er untersucht die Decke, der andere läuft rückwärts, chillt ein bisschen. Oh, 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 versucht er hier etwa... Aha! Hat er da etwa ein Booty-Hop-Script? Ich habe vorhin da habe ich die das 2 Gameplay-Analyse aufgenommen. Da habe ich auch, also von Hand gebunny-hoppt. Und es kam schon ziemlich gut an so einen Bunny-Hop von früher auch ran. Oder eben an diese gecheateten Bunny-Hops. Ich hab mir ein bisschen Mühe gegeben und das war nicht schlecht. Aber das eben war, oder? Das war ein richtiger Bunny-Hop. Also mit Script und so. Oder etwa doch nicht? What the fake? Müssen wir mal wieder Bunny-Hopper anschauen. Verschissel mal Whistle. So, so. Jetzt flasht auch noch die Boys. In Grief drücke ich ihm auch noch rein. Na gut, nee. So will ich nicht sein. Am Anfang, gerade da beim Kaufen, ist es mir auch schon ab und an passiert, dass ich halt aus Versehen ins Nichts geschossen habe, weil ich, oder halt irgendwas gemacht habe mit Rechtsklick, aus Versehen jemanden geneift, weil ich rechts aus dem Kaufmenü rausgehe und die Runde ist schon am Laufen. Dann drückst du einmal zu viel rechts und schon fliegt das Ding. Wobei, wenn das eben ein Linksklickwurf war, rechts wäre es ja eigentlich direkt vor ihn geplotzt, oder? Na, scheiß drauf. Also Wallhack und Aimbot oder Aim-Unterstützung hat er eh sicher. Das heißt, er ist so oder so weggebannt. Also egal, ob ich ihm jetzt Grief drücke oder den Bunny-Hop drücke, er ist hinweggebannt. Alleine schon, dass er auch eben, er wusste, dass da welche sind, nicht nach links schaut. Ne? Es könnte auch links jemand stehen. Also er ist einfach ganz sicher nach rechts gelaufen. Ich denke, ich muss es gar nicht mehr rechtfertigen, ne? Den Wallhack.
Da oben kommt noch jemand, den hat er jetzt natürlich auch gesehen, deswegen rennt er erstmal weg, wartet hier. Es ist ein Bastard, wie er im Buche steht. Ein richtiger Bastard. Aber Leute, wisst ihr was? Heute im Livestream, also heute um 19.30 Uhr, gibt es wieder eine M4 A1S... Ach, wie heißt die jetzt? Ich habe es im Titel stehen und bestimmt auch in der Beschreibung, aber... Dezimator, diese coole von Tron da. Dieses schicke Teil. Also diese Tron-mäßig aussieht. Diese purple, lila, schwarze Hyperion Super-Duper Waffe. Die gibt es heute zu gewinnen im Livestream. Und noch einen anderen Skin. Das wird irgendwas nicht so Großes sein, etwas Kleineres. Also kommt dazu, 19.30 Uhr, Livestream, Boys and Girls. Und dann wird wieder richtig gepimmelt. Wir werden heute, oder ich werde heute wahrscheinlich dann am Anfang wieder eine Runde CSGO spielen. Und dann, je nachdem wie die Laune steht, direkt schwenken auf irgendwas anderes. Also vielleicht auf PUBG oder Battlefield oder Rollercoaster, Planet Coaster meine ich, wollten wir auch testen. Ich habe auch von Himmelhundi, vielen, vielen Dank an dich, The Witcher bekommen. Da könnten wir vielleicht auch reingucken, wobei das, glaube ich, im Livestream einfach mal so für zwischendurch ziemlich kacke ist, weil es ja ein extrem, es ist ein storybasiertes Spiel. Gut, man kann auch so viel rumdödeln, aber ja, naja. Also Donnerstag ist auf jeden Fall so der Tag, wo halt nicht so viel Counter-Strike kommen soll, sondern die Abwechslung einkehrt. Vielleicht auch ein bisschen Garry's Mod, wer weiß. Nur um euch vorzuwarnen. Ich werde einfach noch was vorbereiten, eine Kleinigkeit, und dann werde ich da vielleicht mal wieder COD oder so. Ha, ich weiß noch nicht. Aber naja, es gibt auf jeden Fall wieder eine M4A1S Dezimator zu gewinnen. Also kommt rein. Oh je, Bastard Zeit. Alright. Wie er sich freut, ja, wie er rumwackelt. Mhm. Richtige Knilche, das ist echt krass. This is so crazy. Ha. Es könnte ruhig schon vorbei sein, oder? 8 Minuten 20, wir haben genug gesehen. Du hast verloren, Bastard. Du bekommst deinen Wallhack und deinen Aimbot gedrückt. Und wisst ihr was? Ich drücke ihm auch noch den verschissenen Bunnyhop-Bums. Auch wenn das ein normaler Ding war. Ist mir wurscht. Er ist so oder so weggebannt. Und ich gehe doch ein bisschen davon aus, dass es ein gescripteter Bunnyhop war. Meine... Oh, da ist er weg. Okay. Gut. Jawohl. Naja. So sieht's nämlich aus. Also, 19.30 Uhr heute, Livestream. Es gibt diesen Skin hier. Wartet. Gute. Hier. Dezimator. Ja, also schön am Start sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das sind ganz viele Sachen. Letzte Folge, Playlist, meine Fresse. Tschüss.